So, hier der Karl mit 170 im 5x5. Locker. Come on, ass to the ground. Zeig mir die Tiefe. Schön. Easy, easy, easy. Also ihr seht, in Thailand habe ich die Sachen noch mit 150 gemacht, nicht mal. Jetzt sind wir bei 170. Die Progression läuft. Würde ich mal sagen, Karl total ausgehungert am Ramadan machen. No excuses. Das ist nur eine Erklärung, für das, was man merkt, ich mache gerade Ramadan. Also, dass er die gleichen Gewichte schiebt wie ich nichts heute. Nichts getrunken, nichts gegessen. Deswegen auch wegen der Bandscheibe, weil die einfach entwässert sind. Jetzt auch Gürtel und Kniebandagen und so. Weil ich jetzt nichts zu tun und anbrennen lassen will. Ich sehe schon. Ja, 70 ist eigentlich für mich nicht so das krasse Gewicht, aber ich habe einfach schon Schiss, so weit runter zu gehen. Ja, Mann. Weil ich schon gesagt, hier ist nicht alles komplett safe. Ja. Wir machen jetzt weiter. Und Karl Finn, bist noch ein Satz von mir? Ich bin jetzt beim dritten. 5x5 Stunden drin liegen. Wäre ein neuer Rekord. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. Ja. Ja, Mann, geht schön runter, wenn ich nicht. Ja, kämpft. Easy. So, jetzt gab es bei mir gerade Muskelversagen im vierten Satz. Letzte Rep nicht mehr hochbekommen. Und mein Tipp, wenn sowas passiert, die Stange immer früh genug nach hinten rollen lassen. Ja, nie versuchen, das irgendwie noch mit dem unteren Rücken zu kompensieren und immer weiter nach in die Vorlage zu gehen, weil dann bringt die Stange nicht mehr hinten rum und dann geht sie vorne runter, das ist gefährlich. Los, Leute. Wer beim Sporten bis zum Versagen geht, so wie der Mischa gerade eben, der zeigt, dass er wirklich Eier hat. Das ist kein geiles Gefühl, das stimmt. Das ist kein geiles Gefühl. Auf jeden Fall, das ist mein Tipp. Geh mal von hinten raus. Hier haben wir jetzt die Sicherung drin. Das heißt, das Gewicht landet schön. Und in jedem anständigen Studio wird das auch respektiert. Und noch was. Alle Naturals, die hier auf YouTube meinen, dass sie nicht kreuzheben, nicht Bankdrücken und nicht squatten müssen mit aggressivem Gewicht, haben sofort die Fresse zu halten. und erst wieder dann melden, wenn ihr überall euer Körpergewicht mindestens mal 20 macht. Und in allen diesen drei Bewegungen über 150 Kilo. Ansonsten Fresse halten, ja. Ihr habt's gehört. So, Leute, unzensiertes YouTube hier, Real Talk. Yeah. Ja, jetzt film noch den Satz, komm. Ja. Komm, film ihn noch, komm. Dominier das Gewicht jetzt, Mann. Hier. Ramadan-Style. Ramadan-Style. Zwar nicht aus religiösen Gründen, war eine verfickte Wette, Mann. Easy. Nice. Zwei. Komm, durchziehen. Durchziehen. Ohne Wasser seit über 12 Stunden. Yeah. Und komm. Gib mir den letzten. Come on. Locker. So, Leute. Fünfter Satz bestätigt. Wieder mit 5 Reps. 30 Sekunden länger Pause gemacht. Hat's gesessen. Das heißt, nur weil der vierte Satz jetzt Muskelversagen war, muss es nicht heißen, dass es dann weitergeht. Wie gesagt, 5x5 sollte eigentlich nicht wirklich ans Muskelversagen gehen. Tiefe Reps, Muskeln nicht aufpumpen, Muskelfaser eher zerstören. Ganz nach Lean Bulk System. ZNS kommt noch dazu. Jetzt hier Hack Squat, das ist im Vergleich direkt eine Entspannungsübung. 8 Reps. Ein bisschen mehr im Hypertrophiebereich. Immer noch schön schwer natürlich. Schuhwechsel hat es auch gegeben. Schuhwechsel, ich habe jetzt auch gerade 8 gemacht, auch ohne
Kniebandagen, habe aber dann einfach gemerkt, dass ich die Kniebandagen brauche, zu wenig Wasser. Ohne Pause, wie ihr auch seht, geht auch ganz schön runter. Kann das im Gesicht sehen. Lass mal gerade laufen. Ich zeig mal auch deinen Jungs, wie die Bandagen hinmacht. Zwei wichtige Sachen, meine Bandagen. Nach vorne, könnt ihr die besser hinmachen. Und ich binde die jetzt gerade nur ganz leicht. Mein Gott. Da auch nochmal wirklich 0,06 aggressiven Wassermangel. Was merkst du jetzt am ehesten beim Ramadan? Fuck dich mehr das Essen oder das Trinken ab? Essen ist gut, Problem, Leute, aber das Trinken ist krank. Ja. Und den ganzen Tag nicht zu trinken bei der Hitze und dann ein Beintraining zu schieben, ist eigentlich asozial. Fahrlässig. Eigentlich ist es fast schon fahrlässig, aber für mich gibt es keine Ausreden. Also Shoutout hier an die ganzen Leute, die Moslem-Zuschauer hier, die sich das hier geben, so wie Karl jetzt. Sehr beachtliche Leistung. Ich bin auch bei mir auf dem Channel. Was die letzte Ramadan ist und so wie ich es mache. 4, komm, das ist fast zu einfach für dich, wenn du noch plappern kannst. 5, 6, 7, easy peasy. Schön. Übrigens, ein Grund, wieso das jetzt bei Karl auf die Knie gehen könnte, wäre vielleicht, dass er die Romaleos anhat. Ich habe das nämlich auch mal eine Zeit lang ausprobiert. Und was sich bei mir ergeben hat, war, das war die Stimulation auf den Quads ein bisschen besser war, aber definitiv auch mehr auf den Knien. Ja, ja, stimmt, also ich ja. Selber mache eigentlich alles, was Beintraining betrifft, mit diesen Dingern hier. Mach ich jetzt auch, ich wechsle jetzt auch um. Bis wie gesagt, es gibt nie ein richtig oder falsch, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich wechsle jetzt auch um. Muss nicht für jeden so sein, aber die schwarz und weiß, es gibt immer sowas zwischendrin. Für den einen funktioniert es kurzfristig, für den anderen langfristig, für den anderen gar nicht. So Leute, Squats durch, Hack Squats durch. Es gibt hier Beinpresse mit sehr, sehr, sehr breitem Stand. Es ersetzt bei mir seit circa einem halben Jahr die Sumo Deadlifts. Aus dem einfachen Grund, da mein unterer Rücken sowieso schon genug strapaziert wird durch das viele Kreuzheben. Und ich zeige euch mal, wie ich das mache. Hier arbeiten wir uns jetzt im verkehrten Stil hoch. Wir fangen leicht an. So 15 Reps sollte ich jetzt kommen. Und dann hängen wir so lange Plates ran, bis wir noch auf 8 Reps kommen. Es kann sein, dass es nur 3 Sätze sind, kann sein, dass es 4 sind. Ich denke, es werden so 3 sein. Karl, darfst du übernehmen. Und hier schauen, dass ihr richtig schön im Sumo-Stand steht. Zähne richtig schön nach außen. Dass ihr jetzt schon, ohne dass ihr drückt, bereits hier die Spannung habt von Anfang an. Da ist bei mir gerade die Schwäche bei den Adduktoren. Also beispielsweise bei mir, ich habe halt gerade hier drin meine krasse Schwäche. Also hier ist schon okay, vor allem hier da. Aber hier innen muss bei mir richtig flach, richtig schlecht. Deswegen hier ist es für mich mega wichtig. Nice. Easy. Komm kontrolliert runter.
Kontrollier es richtig schön. Knie nach außen. Ja. Ja, jetzt fühlst du es. Komm, oben nicht passieren. Oben nicht passieren. Komm. Komm, Carlito. Ich helfe dir noch bei einem. Komm. Einen machst du noch. Einen machst du noch. Nice. Sehr nice. So, Leute, wir sind durch. Mit durch meine ich wirklich durch. Ich hab's Karl gerade schon gesagt, es war ein richtig gutes Training. Richtig, richtig gut gefickt. Wir haben jetzt 90 Minuten durchtrainiert, ohne bla bla bli bli. Wir haben auch jeweils das beste Workout, das wir je zusammen hatten, Mann. Das beste Workout. Gutes Workout. Und an dieser Stelle einfach mal wieder ein riesen krasses Shoutout an Karl. Und zwar einfach aus dem Grund, mit dieser ganzen fucking Ramadan-Nummer, wisst ihr? Alter, ich darf es trinken ja. Und essen. Wisst ihr? Ich sag's einfach mal so, Mann. Wer sowas macht, der hat einfach schon mal meinen Respekt verdient. Jetzt nicht nur er, sondern jeder. Aber Karl hat es einfach mal wieder, beweist sich hier wieder mal selber. Und wisst ihr, es ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland sind, im Alltag leben. Der Typ wird nächste Woche mit uns in Vegas in der Wüste sein. Und ich will gar nicht wissen, wie er es macht. Er macht es einfach. Und zwar spielerisch, er meckert nicht mal, er motzt nicht, er ist einfach, er macht's. Ja, du, und Leute, der beste Spruch. Macht's verdammt, macht's einfach. Egal wer was sagt, es ist schwer, egal wenn jemand sagt, es ist dumm. Ihr wollt es, also macht's Leute, verdammt. Und noch eine Sache, ich war noch nie interessiert daran, dass mir irgendjemand erzählt, warum er es nicht schafft. Ja. Ich sag immer so, Alter, verpiss dich, Mann. Ja, Mann. Es interessiert keinen, interessiert eure Ausrede, warum ihr es nicht schafft. Das sind die besten Gründe, Leute, keiner mag einen Meckerer. Bleib positiv und jeder will, also glaub mir wirklich, Mann, push nach vorne, immer in die Richtung des Positiven, lasst den Hate, Mann, lasst das negative Gelaber, pusht euch immer nach vorne, denn eins sage ich euch, es interessiert die Leute nur, warum ihr es geschafft habt, warum ihr es nicht geschafft habt. Mich hat noch nie jemand gefragt, hey Karl, warum hast du das und das nicht geschafft? Noch nie jemand so, hey, wie hast du es gemacht? Wie hast du Business gemacht? Wie hast du Fitness gemacht? Wie hast du definiert? Wie hast du vegan? Wie hast du alles gemacht? Es interessiert keinen, warum du es nicht schaffst. Ja. Sucht Lösungen, Leute, keine Entschuldigungen, das ist das Motto. Und es soll jetzt auch gar nicht irgendwie arrogant klingen, sondern es ist einfach was, das mir auffällt, dass die Leute, die immer was haben, immer sich irgendwie eine Entschuldigung suchen. Das sind die Leute, die irgendwann einfach total abfucken und nicht mehr zufrieden mit sich selber sind. Ich kenne es aus dem eigenen Familienkreis, Leute. Also ich rede hier wirklich aus Erfahrung. Und deswegen nehmt euch das zu Herzen, auch wenn das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen harsch klingt. Aber ich kenne es nicht anders, Leute. Ich habe auch früher mir oft Sachen, mich entschuldigt, habe mir oft Sachen gesagt, die, ich war selber nicht besser, Leute, wisst ihr. Ich bin so weit, dass ich sagen kann, ich war früher nicht besser, aber ich bin auf dem Weg. Auch ich schaffe es nicht 100% so wie Karl. Und genau deswegen hat er, wie gesagt, meinen Respekt verdient. Und deswegen werde ich ihn auch weiterhin zu 100% unterstützen. Trotz dem ganzen Hate, den wir zum Teil bekommen. Das macht uns nur noch stärker, Leute. Das macht uns nur noch stärker. Ich bin immer der Typ gewesen, der in der Underdog-Position war. Ich war schon immer der Typ, der den Leuten was beweisen musste, der von unten nach oben kämpfen musste. Immer war ich das schon. Vor 2 Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe, in der Schule war ich das. Vor 1 Jahr haben mich alle ausgelacht, dass ich bei Gym Aesthetics am Start bin, wieso ich nicht zu Gymshark gehe. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Ich will nicht ein Label unterstützen, das schon groß ist. Ich will ein kleines Label groß machen. Und deswegen bin ich zu Gym Aesthetics gegangen. Und das war's jetzt an dieser Stelle. Richtig geiles Workout hier aus dem Gold's Gym. Wir gehen jetzt essen ins South. Patrick sollte jetzt auch gerade durch sein. Und ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Daumen hoch wäre lieb und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Peace out.